Meine Lesung. Hallo, ich bin Emea De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Katja Rostowski. Hallo Katja, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo. Genau, mein Name ist Katja Rostowski. Ich bin 30 Jahre jung und eine Newcomer-Autorin aus Schleswig-Holstein. Genau, ich habe zwei kleine Kids zu Hause, die mir das Leben ein bisschen schwer machen in Sachen Schreiben. Und ansonsten bin ich gerade in Elternzeit, was ich sehr genieße. Und genieße auch, dass ich ein bisschen mehr Zeit für Schreiben habe. Ja. Also kommt dann vielleicht noch ein weiteres Buch? Ja, mindestens eins. Also eins ist auf jeden Fall schon fertig und liegt bei den Testlesern. Ein zweites ist in Bearbeitung und ein drittes ist in Planung. Und ich glaube, als Autorin hat man immer Ideen und immer irgendwas, was man gerne schreiben möchte. Von daher, wenn es nach mir gehen würde, würde ich ständig schreiben und immer neue Bücher rausbringen. Aber ich fange erstmal mit einem an. Genau. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Das nennt sich Die Stille der Wölfe. Ein Urban-Fantasy-Roman. Das Ganze ist ein rasanter und düsterer, aber auch emotionaler Urban-Fantasy-Roman, in dem ein junger, ängstlicher Werwolf in die Fänge von Vampiren gerät. Und um denen zu entkommen und dabei nicht nur sein eigenes Leben zu retten, muss er weit über seine Grenzen gehen. Dabei erregt er jedoch die Aufmerksamkeit einer grausamen Kreatur, die sich auch sehr bald an seine Fersen heftet. Es ist ein ja doch recht blutig und brutaler Roman tatsächlich mit einem sehr traumatisierten Protagonisten. Also das Ganze ist nichts für schwache Nerven. Das muss man auch ganz klar im Vornherein betonen. Und das Ganze ist auch etwas untypisch für das Genre beziehungsweise diese Thematik Vampire, Werwölfe, da ich mit meinem Protagonisten keinen mutigen, unerschütterlichen Held habe, der sexy, grimmig daherläuft und Frauen in Nöten rettet, sondern wirklich einen kleinen, ängstlichen, schüchternen Kerl, der unglaublich viel Pech in seinem Leben hat und von einer Katastrophe in die nächste stolpert. Und was auch noch anders ist in diesem Buch ist, dass ich tatsächlich keine Erotik habe, was ja auch sehr typisch ist in diesem Genre, in dieser Thematik mit Vampiren, Werwölfen. Ich habe eine ganz dezente Love Story, aber die ist wirklich dezent und auch eigentlich noch sehr am Anfang. Ja, das wäre so die Zusammenfassung, wie ich das Buch beschreiben würde. Also, dein Protagonist tut mir jetzt schon ein bisschen leid, der arme Kerl, aber du stellst ja deine Figur nachher noch vor, da bin ich dann schon ganz gespannt, was du zu ihm erzählst. Genau, ja, also es ist man hat auf jeden Fall Mitleid mit ihm, das gesamte Buch über. Das stimmt schon, genau. Okay, dann bin ich gespannt. Magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ja, genau. Also ich habe mir tatsächlich den Anfang vom Buch ausgesucht, weil ich finde, so das erste und zweite Kapitel spiegeln ganz gut das Buch wider, wie es ist. Also da sind jetzt viele Emotionen und auch dieses Rasante, dieses Actionreiche, aber auch ein gewisser Witz dabei. Und genau, deswegen lese ich das erste Kapitel, das ist sehr kurz, und einen Teil vom zweiten Kapitel einmal vor. So. Kapitel 1. Der einzige Ausweg. Ein schwerer Stiefel stieß grob gegen meine gebrochenen Rippen. Der Schmerz ließ helle Sterne vor meinen Augen tanzen, aber ich hatte weder die Kraft, mich schützend zusammenzurollen, noch ein Geräusch von mir zu geben. Ich glaube, der macht nicht mehr lange. Durch das Rauschen in meinen Ohren klang Trents Stimme, als würde er über einen sterbenden Vogel reden und nicht über einen Menschen. Willst du ihn hier liegen lassen? Fragte Connor. Ach, der wird nicht abhauen. Dafür hat er zu großen Schiss. Jemand lachte. Ich blinzelte. Konnte jedoch nur drei verschwommene Schatten über mir erkennen. Auch von mir aus. Trockenes Laub raschelte unter ihren Füßen, als sie sich von mir abwandten. Erleichterung löste die Enge in meiner Brust, während ich auf ihre leiser werdenden Stimmen lauschte.
Und wer sagt Raphael, dass ein Hündchen gerade am Abkratzen ist? Immer der, der fragt, Connor. Brenns arrogante Stimme hallte kaum hörbar durch den finsteren Wald, bis auch seine Schritte vollends verklangen. Ich starrte durch die dichten Baumkronen, auf die vereinzelten schimmernden Punkte zwischen den Blättern. Sterne, deren Licht versuchte, zu mir zu gelangen. Mein Herz kämpfte verzweifelt darum, mich am Leben zu erhalten. Es schlug laut und schwer, während meine rasselnden Lungen mühsam neuen Sauerstoff in meinen Körper sogen. Wer hätte gedacht, dass sich mein Leben in solch einen Albtraum verwandeln würde? Meine Lider fielen zu. Nur mit Mühe konnte ich sie wieder öffnen. Ich wartete. Wusste nicht worauf, vielleicht, dass die Monster wiederkamen, mich holten. Aber das taten sie nicht. Ich wartete weiter. Eine Leere breitete sich Stück für Stück in mir aus, legte einen grauen Schleier über meine Sinne. Die Welt wurde farblos, die Geräusche dumpf und die Gerüche fahl. Meine Wunden heilten, die Schmerzen verblassten, aber die Erinnerung blieben. Ich wartete. Minuten, Stunden. Langsam verfestigte sich ein einzelner Gedanke in meinem Kopf. Eine Entscheidung. Ich ballte meine Fäuste, kämpfte mich stöhnend auf die Beine. Kurz drehte sich der Wald. Ich wankte leicht, bevor ich mir das Blut aus dem Gesicht wischte und mich umsah. Ich schleppte mich in die Richtung, in der ich die Straße vermutete. Ein Schritt nach dem anderen. Mein Inneres fühlte sich taub an. Ich hatte weder Angst, noch war ich betrübt oder glücklich. Ich war nichts. Selbst mein Wolf lag still in mir. Ich spürte ihn kaum. Der Schrecken der letzten Jahre hatte ihn verkümmern lassen, sodass er sich in den Tiefen meiner Seele versteckt hielt. Ich erreichte den asphaltierten Weg, wusste, wohin ich gehen musste. Ich lief ohne ein Gefühl von Zeit, nahm meine Umgebung kaum wahr, bis das Rauschen eines Flusses zu mir drang. Die Straße war verlassen, führte mich weiter auf eine Brücke zu. Ich lief an der flachen Seitenbegrenzung entlang, bis ich einem hellblauen Stahlkonstrukt ankam, das sich wie ein Bogen über die Brücke formte. Ich kletterte auf das schmale Geländer und hielt mich an den Stahlseilen fest. Unter mir tobte der reißende Fluss. Die Brücke war nicht hoch, aber da ich nicht schwimmen konnte, war das nicht von Bedeutung. Dies war mein Ausweg, der einzige. Ich seufzte. Hätte ich mich damals an Silvester nicht mit meinem Vater gestritten, wäre ich nie mitten in der Nacht in den Park gegangen, dann hätte mich auch nie diese wilde Bestie angegriffen. Mir wären die Schmerzen meiner ersten Verwandlung und die Angst und Verwirrtheit danach erspart geblieben. Und vor allem hätte ich nie Raphael getroffen. Ich starrte über den Fluss, sah das Glitzern der Sterne auf der Wasseroberfläche. Niemand hatte mir erklärt, was das alles zu bedeuten hatte. Warum ich mich plötzlich in einen Wolf verwandeln konnte. Warum ich dieses animalische Bewusstsein in mir spürte, dessen Instinkte mit jeder Verwandlung auf meine Seele abfärbten. Ich war nicht mehr als ein Gefangener, ein Prügelknabe, Diener und persönliches Unterhaltungsprogramm. Meine Hände krampften sich um den kühlen Stahl. Tränen brannten in meinen Augen und ließen die Welt vor mir verschwimmen. Hinter mir hörte ich ein leises Knirschen. Mein Herz begann zu rasen. Hastig drehte ich mich um und befürchtete bereits, in Raphaels leere grüne Augen zu blicken. Stattdessen hielt ein dunkler SUV genau hinter mir. Die Tür öffnete sich und eine blonde junge Frau stieg langsam aus. Sie hielt ihre Hände oben, während ich in ihr Gesicht Sorge erkennen konnte. »Hey!« Der leichte Wind trieb ihre warme Stimme zu mir. Außerdem noch einen vertrauten Geruch, der meine Gliedmaßen zum Zittern brachte. So, jetzt mache ich einmal mit Kapitel 2 weiter. Und das Ganze ist 2 Jahre später. Ich überspringe einmal die Szene, in der Nico bei seiner Arbeit ist. Feierabend hat, sich was zu essen holt und eigentlich nur nach Hause möchte. Mitten in der Bewegung erstarrte ich. Ein nervöses Knurren vibrierte in meiner Brust.
Dieses Mal spürte ich es deutlich, ein unangenehmes Prickeln zwischen den Schulterblättern. Irgendetwas war hier, beobachtete mich. Noch immer konnte ich nicht zwittern, was meinen inneren Wolf völlig verrückt machte. Okay, ganz ruhig. Wer oder was könnte es auf dich abgesehen haben? Ein anderer Werwolf? Kurz dachte ich an mein altes Rudel, an Raphael. Hatte er mich gefunden? Der Gedanke trieb mir Angstschweiß auf die Stirn. Nein, Suncloud war Alex' Revier. Kein fremder Wolf würde es wagen, unerlaubt einzudringen, geschweige denn jemanden anzugreifen. Ich schob den Gedanken an Raphael beiseite. Vielleicht waren es Hexen? Aber wenn es hier welche gab, wussten wir nichts davon. Warum sollten sie die Tatsache plötzlich ändern und mich verfolgen? Blieben noch Vampire oder verrückte menschliche Monsterjäger, die plötzlich von unserer Existenz erfahren hatten? Beide Möglichkeiten sorgten nicht dafür, dass ich mich besser fühlte. Mit weichen Knien schloss ich das Fahrrad an der nächsten Laterne an. Ohne den alten Drahtesel konnte ich mich und mein Essen besser verteidigen. Moment, verteidigen? Heilige Scheiße. Ich konnte mich doch gar nicht verteidigen. Alec zwang mich regelmäßig mit ihm oder Josie zu trainieren, aber kämpfen lag mir nicht. Gegen Menschen hätte ich vielleicht noch eine Chance, aber Vampire? Nervös sah ich die Straße rauf und runter. Sie dürfen mir nichts tun. Theoretisch. Praktisch sah es vielleicht etwas anders aus. Zwischen Vampiren, Hexen und Werwölfen herrschte eine Abneigung aus Prinzip. Die ständigen Kämpfe der letzten Jahrhunderte hatten nicht nur zu vielen Verlusten geführt, sondern auch die Aufmerksamkeit der Menschen auf uns gezogen. Allein stellte ein Mensch kaum eine Bedrohung dar, aber zusammen waren sie uns zahlenmäßig überlegen. Also hatten sich die Anführer zu einem Bündnis zusammengeschlossen und einen Friedenspakt ausgehandelt. Das war weit vor meiner Zeit gewesen. Heutzutage ging man sich größtenteils aus dem Weg. Trotzdem stellten sich mir jedes Mal die Nackenhaare auf, wenn ich einem Vampir begegnete. Ich traute diesen Blutsaugern nicht. Es kursierten genügend Horrorgeschichten über verrückte Vampire, die süchtig nach Werwolfsblut waren, über geheime Käfigkämpfe oder über Vampire, die nur so zum Spaß Werwölfe töteten. Mittlerweile war ich mir ziemlich sicher, dass hier ein oder mehrere Vampire lauerten. Entgegen aller Vernunft breitete sich die Panik wie ein Lauffeuer in mir aus. Es war bereits dunkel. Die Laternen spendeten mehr Schatten als Licht. Zu Fuß würde ich eine Ewigkeit nach Hause brauchen, aber das Fahrrad stand nicht zur Diskussion, genauso wenig die Verwandlung in einen Wolf. In den knapp 5 Minuten, die ich dafür brauchte, wäre ich ein leichtes Ziel. Immer wieder sah ich mich um, entdeckte aber niemanden. Doch das Prickeln zwischen den Schulterblättern hielt sich hartnäckig. Mit schnellen Schritten eilte ich an einer bereits geschlossenen Autowerkstatt vorbei. Links von mir lag ein gespenstiger Hof mit wenigen ausgeschlachteten Fahrzeugen. Das Licht brannte nur spärlich. Dank meiner Verwandlung vor 6 Jahren konnte ich gut im Dunkeln sehen. Trotzdem fühlte es sich unheimlich an. Sie durften mir nichts tun. Aber warum hatte ich das ungute Gefühl, dass es meinen Verfolgern egal war? Vielleicht wollten sie mir nur Angst einjagen? Aber sicher war sicher. Selbst wenn ich am Ende als Feigling dastand, fummelte ich mein Handy aus der Hosentasche und wählte die Nummer von Alex zu Hause. Das Haus eines Alphas war so gut wie nie leer. Es bot jedem Rudelmitglied zu jeder Zeit einen sicheren Rückzugsort. Laut dröhnte das Klingeln in meinen Ohren, während ich hastig weiterging. Wobei in einem großen Werbeschild der Werkstatt, dessen Neonbeleuchtung in unregelmäßigen Abständen aufflackerte und unheilvoll summte. Kurz bevor meine Panik eine neue Intensität annehmen konnte, nahm jemand ab. Owen, hörte ich die tiefe, brummende Stimme von Alex' Stellvertreter. Hier ist ein Nico, stotterte ich mit trockenem Mund. Joes Autowerkstatt, Vampire, ich weiß nicht, also vielleicht sind unterwegs. Da brach er mich und legte auf. Mit dem tutenden Handy am Ohr drehte ich mich erneut um. Da standen sie. Vor Schreck stolperte ich über meine Füße. Keine 10 Meter hinter mir liefen 2 Vampire, so entspannt,
als wären sie bei einem romantischen Abendspaziergang. Sie grinsten, entblößten dabei ihre spitzen Eckzähne. Übelkeit ließ mich schwanken. Das Handy fiel mir aus der schwitzigen Hand. Ich war im Arsch. Eilig wich ich zurück, doch der Abstand verringerte sich zusehends. Je näher sie kamen, desto besser konnte ich sie erkennen. Einen Mann in dunklen Jeans und einen langen schwarzen Mantel. Mit den nach hinten gekämmten blonden Haaren wirkte sein Gesicht scharfkantig und kalt. Der andere Vampir war eine Frau mit rotem, welligem Haar. Ihre dürre Gestalt steckte in einer weinroten Ledermontur. Dunkle Augen musterten mich gierig. Diese beiden wollten mir definitiv nicht nur Angst einjagen. Wenn mein Rudel nicht rechtzeitig auftauchte, wäre ich nur noch eine blutleere Leiche versteckt im Kofferraum eines alten, rostigen Autos. Keine Panik. Keine Panik! Die Vampire kamen schnell näher. Ich hielt nicht an. Alex' Selbstverteidigungstraining kam mir in den Sinn. Was hatte er mir immer gesagt? Angestrengt dachte ich an die letzte Stunde. Oh shit, ich hatte keinen blassen Schimmer. Ich war kein Kämpfer. Ein Werwolf, ja, aber mehr auch nicht. Nicht stark, nicht mutig, noch nicht einmal groß. Einfach nichts. Kein Wunder, dass Josie auf Alex stand und nicht auf mich. Der große, starke, nette Alex, ein Leitwolf, ein Held. Mit eigener Firma und eigenem Anwesen. Wie konnte ich da mithalten? Gar nicht. Aber wenn mich diese Vampire gleich zerfleischten, müsste ich immerhin nicht an der Trauung teilnehmen. Ein freudloses Lächeln glitt über meine Lippen. Was ist denn so lustig, kleiner Welpe? Schnurrte die rothaarige Vampire. Als Antwort fletschte ich grollend die Zähne. Ich musste die beiden hinhalten. So lange, bis das Rudel mich rettete. Nur kam kein Wort über meine Lippen. Zu meinem Pech stieß ich in diesem Moment mit dem Rucksack auf meinem Rücken gegen eine Mauer. Ich saß in der Falle. Das war's. Katja, ich habe die Augen zugehabt. Das war schön. Toll. Ja. Sprechen wir mal über deine Figuren. Stell die doch mal bitte vor. Genau. Also, wir begleiten ja den Protagonisten, also den Hauptprotagonisten Nico. Und er erzählt das halt alles aus der Ich-Perspektive und das ist auch die einzige Erzählweise. Es gibt auch keinen anderen, heißt, wir sind sehr nah an unserem Nico dran. Und Nico ist eigentlich ein ganz normaler junger Kerl, der unglaublich viel Pech in seinem Leben hat. Nicht nur, dass er in einen Werwolf verwandelt wurde, dann ist er auch noch in einen Rudel reingeraten, was nicht sonderlich nett ist. Das Problem an Nico ist nämlich, dass er unterwürfig ist. Das bedeutet normal Wölfe dominant und er ist allerdings ganz unten in der Rudelhierarchie als Unterwürfiger. Und das hat sein altes Rudel ausgenutzt und das auf eine ganz schreckliche Art und Weise. Heißt, aus dem normalen, netten, liebevollen Kerl wurde ein traumatisierter, ängstlicher, schüchterner, introvertierter junger Mann, der versucht, in seinem neuen Rudel irgendwie seine Vergangenheit hinter sich zu lassen. Allerdings, so ein bisschen Sarkasmus steckt noch in ihm drin. Er ist so ein bisschen vorlaut in manchen Situationen. Und er hat eine tolle Charaktereigenschaft, die er selber gar nicht wahrnimmt. Und zwar, wenn irgendjemandem was passiert, den er gern hat, den er liebt, dann würde er alles für denjenigen tun. Er wächst über sich hinaus und überwindet seine eigenen Grenzen für denjenigen. Und ich finde das halt sehr süß, weil er es selber gar nicht so bewusst wahrnimmt, dass er eigentlich stark und mutig ist. Genau, das ist der kleine süße Nico. Und dann haben wir noch Josie, das ist seine beste Freundin, in die er leider heimlich verliebt ist. Allerdings ist sie auch sein Anker und sein Lebensretter, weil ohne Josie gäbe es Nico nicht. Heißt, wenn Josie nicht da wäre, wäre das für Nico eine absolute Katastrophe. Sie ist außerdem die Gefährtin des Alphas, heißt so ein bisschen die Rudelmama, kümmert sich so ein bisschen um die anderen aus dem Rudel, ist sehr selbstbewusst, sehr stark, aber manchmal überschätzt sie sich auch, was leider zu unglücklichen Situationen im Buch führt. Genau. Und dann haben wir noch natürlich den Alpha, das ist Alec.
Und Alec ist eigentlich auch ein ganz netter Kerl, allerdings ist er der Boss und das zeigt er natürlich in gewissen Situationen auch. Aber er ist sehr fair und kümmert sich auch wirklich um jeden in seinem Rudel sehr gut. Heißt auch, anders als man das aus manch anderen Büchern kennt, ist er kein grummeliger, schlecht gelaunter Typ, sondern eigentlich auch ein netter, fairer Highschool-Sportlehrer, so bezeichnet Nico ihn immer gerne. Und dann haben wir natürlich noch Talina. Das ist die potenzielle Love Interest von Nico, heißt. Mit ihr ist so diese dezente, aufkeimende Love Story. Talina und Nico verbindet so die Vergangenheit ein bisschen oder auch sehr stark sogar. Und trotzdem sind die beiden unglaublich unterschiedlich. Während Talina stark selbstbewusst ist und wirklich auch sehr dominant und auch so ein bisschen temperamentvoll und auch stur und so ein bisschen Feuer im Hintern hat, was Nico ja gar nicht hat, ist es sehr interessant, die beiden zu sehen, wie sie doch irgendwie sich mögen, aber das Ganze ist einfach komplizierter dadurch, dass sie so unglaublich unterschiedlich sind. Ja, und sonst haben wir natürlich noch, was natürlich dem Prinzip eines Rudels geschuldet ist, einige andere Wölfe noch dazu. Es gibt natürlich auch andere Rudel, die noch vorgestellt werden. Also ich habe eine ganz breite Palette an Charakteren, wo ich auch behaupten würde, dass für jeden, was einer dabei ist, den man gerne hat, wenn es nicht gerade Nico ist. Es gibt natürlich auch noch Vampire, die in Clans wohnen. Heißt, da haben wir auch sehr viele, gute und böse. Und eine Hexe haben wir noch mit dabei. Das ist, es gibt natürlich noch mehr, aber es kommt tatsächlich nur eine einzige Hexe vor, die auch eher so zwischen gut und böse ist. Ja, das ist so grob überschlagen, sind das meine Protagonisten. Und wo spielt dein Buch? Das Ganze spielt in den USA. Klar, Urban Fantasy, moderne Zeit. Genauer gesagt wohnt Nico und sein Rudel in Minnesota, noch genauer gesagt in St. Cloud. Natürlich besuchen sie noch andere Orte unfreiwilligerweise, aber so dieses Grundtenor ist St. Cloud. Und wenn man sich den Spaß machen will und mich fragen möchte, kann ich auch ganz genau sagen, in welchem Haus Nico wohnt und wie sein Weg von der Arbeit nach Hause ist und wo ungefähr Alex' Haus ist. Ich bin da sehr... Also ich habe mich an realen Orten tatsächlich orientiert, die es teilweise wirklich gibt, sei es ein Taco-Laden, den es wirklich gibt. Genau. Nicht schlecht. Ja, wenn du magst, kannst du auch gleich weiterlesen. Also ich würde es sehr schön finden, wenn du weiterliest. Ja. So. Genau, ich lese jetzt was aus dem letzten Drittel. Da hat Nico eigentlich zumindest gedacht, dass er das Schlimmste hinter sich hat, aber das Schlimmste kommt erst noch. Und er wurde zurück nach Hause zu Alec beordert und platzte in so ein Gespräch rein, wo er erfährt, dass er zurück in seine alte Heimat muss. Heißt dahin, wo sein altes Rudel ist, das ihm ja sehr übel mitgespielt hat. Und da steige ich jetzt ein. An Alec gewandt, fragte ich, aber warum fahren wir schon heute? Wenn die Verhandlung erst abends stattfindet, reicht es doch, wenn wir morgen früh fahren. Es waren ungefähr 6 Stunden bis nach Davenport. Wenn wir früh morgens losfuhren, kamen wir immer noch rechtzeitig an. Und ich musste nicht länger als nötig dort bleiben. Ich habe mit Talina gesprochen, antwortete er. Sie würde gern ihren Vater wiedersehen und ich denke, das Gleiche würde auch dir gut tun. Ich verzog das Gesicht. Meine Familie? Es war bereits Überwindung genug, sie anzurufen, nachdem ich sie all die Jahre ignoriert hatte. Aber ihnen in Fleisch und Blut gegenüberzustehen? Sie würden Fragen stellen, viele Fragen. Und keine davon könnte ich ihnen beantworten. Alec hat recht, Nico. Josie setzte sich auf die andere Seite von mir und legte eine Hand auf meinen Oberschenkel. Du musst so oder so nach Davenport. Nutzt die Zeit, um deine Familie zu sehen. Sprecht euch aus. In ein paar Jahren werden sie bemerken, dass du nicht alterst und dann wirst du ihnen für immer Lebwohl sagen müssen. Lass nicht zu, dass du es am Ende bereust, sie nicht wenigstens noch einmal besucht zu haben. Meine Brust zog sich zusammen. Vielleicht war gerade das der Grund, dass dies der letzte Besuch sein könnte, ließ eine unendliche Traurigkeit in mir hochsteigen.
Ich wollte nicht darüber nachdenken, dass ich irgendwann das endgültige Lebwohl käme. Habe ich eine andere Wahl? Ich setzte ein gequältes Grinsen auf. In dem Moment hörte ich leise Schritte auf der Treppe. Talina kam die Stufen hinunter. Heute trug sie eine enge Jeans und ein schwarzes Shirt mit lachenden Bananen drauf. Ihre Haare lockten sich um ihr weiches Kinn. Als sich unsere Blicke begegneten, sah sie schnell weg, was mir einen schmerzhaften Stich versetzte. Richtung Alec gewandt, hob sie fragend die Augenbraue und tippte auf ihr leeres Handgelenk. Wir fahren, sobald Quentin mit seinem Van hier ist. Sie nickte. Wie sie dort mitten im Raum völlig verloren stand, fiel es mir schwer, mich zurückzuhalten. Meinem Wolf war es egal, ob sie mich hasste oder ob sie dominanter war als ich. Wir wollten sie nur schützend in den Arm nehmen und nie wieder loslassen. Ach verdammt, es war nur los mit mir. Einmal holte Alec tief Luft. Mit zusammengekniffenen Augen starrte er Josie an. Okay, du hast gewonnen. Als ob das je zur Diskussion stand. Trotz ihrer genervten Stimme konnte sie den höchst zufriedenen Ausdruck in ihrem Gesicht nicht verstecken. Ihr Gefährte rollte mit den Augen und ging mit stampfenden Schritten die Treppe hoch in den ersten Stock. Also fahren noch du und Alec mit? Fragte ich erst, als ich Alec nicht mehr hören konnte. Und Josh. Oh, entfuhr es mir. Schnell schloss ich meine Lippen und schielte zu Josh, der mit in den Hosentaschen vergrabenen Händen von der Terrassentür aus zu mir schaute. Okay, schenkte ihm ein verkrampftes Lächeln. Er erhob eine Augenbraue und wandte sich ab. Toll. 6 Stunden mit ihm in einem Auto. Warum nicht Owen oder Zack? Herrje, das wurde ja immer besser. Kapitel 30. Ich sehe was, was du nicht siehst. Knapp 1 Stunde später fuhren wir über die Interstate 94 durch Minneapolis. In der Zeit hatte ich kaum etwas anderes getan, als aus dem Fenster zu starren und mir einen Cracker nach dem anderen in den Mund zu schieben. Maisie hätte es sich nicht nehmen lassen, uns Tüten voll Snacks ins Auto zu stellen, mit denen man ein ganzes Dorf hätte annähern können. Vorne unterhielten sich Alec und Josie leise über die bevorstehende Verhandlung. Schräg gegenüber von mir saß Josh und döste mit geschlossenen Augen, was mir zumindest ein bisschen von der Anspannung nahm, die ich in seiner Gegenwart spürte. Und neben mir schrieb Talina ab und an etwas in ihrem Blog. Über die meiste Zeit starrte sie, genau wie ich, aus dem Fenster. Allerdings hatte ich sie ein paar Mal erwischt, wie sie mich beobachtete. Natürlich hatte sie mich auch dabei erwischt. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, aber verdammt, ich würde mich nicht darüber beschweren. Die Fahrt zog sich quälend lang dahin. Nach etwas mehr als 3 Stunden fuhr Alec an einer Tankstelle in New Hampton, Iowa ran. Wir nutzten die Pause, um unsere verspannten Gliedmaßen zu strecken. Nachdem ich die Toilette der Tankstelle mit einer Spur von Ekel benutzt hatte, schlenderte ich in den Shop. Alec stand bereits in der Schlange vor der Kasse. Ich schnappte mir eine gekühlte Coke und stöberte kurz durch die wenigen Zeitschriften. Die Eingangstür öffnete sich. Zusammen mit dem schrillen Klingeln zog ein leichter Windhauch über mein Gesicht und mit ihm ein seltsam vertrauter Geruch. Zigarettenquallen und stechendes Desinfektionsmittel. Mein Herz setzte für eine Sekunde aus, nur um plötzlich wie wild zu trommeln. Grauen erfasste mich im gleichen Moment, in dem ich den Geruch erkannte. Keuchend wirbelte ich herum, riss dabei einen Ständer mit Sonnenbrillen zu Boden. Ich sah mich in dem Laden um, konnte jedoch niemanden Verdächtigen sehen. Die Leute musterten mich irritiert. Alec ließ den Blick alarmiert über die Menschen gleiten. Etwas raschelte neben mir. Ich zuckte erschrocken zurück. Ein kleines Mädchen sah ängstlich zu mir auf. Stella, komm her! Ihre Mutter eilte zu ihr und zog sie von mir weg. Im gleichen Moment klingelte die Tür erneut. Ich erhaschte einen Blick auf weißblonde Haare und eine blaue Trainingsjacke. Was hat der Mann, Mami? Ohne einen klaren Gedanken fassen zu können, stürmte ich aus der Tankstelle. Wo war er hin? Warum war er hier? Ich rannte um die Ecke. Nichts. Nur 2 Autos.
dahinter ein großer, leerer Parkplatz. Ich rannte zurück. Der Ladenverkäufer stampfte wütend auf mich zu. Junger Mann, Sie müssen das noch bezahlen. Ich drückte ihm die Coke in die Hand und hastete an ihm vorbei, um auch um die andere Ecke zu spähen. Dort standen zwei Müllcontainer. Dahinter ein dreckiger, knapp 2 Meter hoher Lattenzaun. Mit zittrigen Knien rannte ich darauf zu. In meinem Kopf herrschte das absolute Chaos. Der Gedanke, dass er hier sein könnte, war zu viel. Zwischen den Containern war eine Nische. Nichts. Ich sah hinter den zweiten. Nichts. Ich legte mich auf den Boden, schaute darunter. Nichts. Mit einem Satz sprang ich auf einen der Container. Von da aus über den Zaun und landete in einem Garten. Aber egal, wohin ich auch sah, hier war niemand. Ich reckte die Nase in die Luft. Gras, Benzin, Müll. Keine Spur von ihm. Hatte ich es mir nur eingebildet? Nico, hörte ich Josie rufen. Im nächsten Moment schepperte es hinter mir. Statt Josie ragte Josh über den Zaun hinweg. Er ist hier. Nico, was zum Teufel ist los? Josies Stimme war direkt hinter dem Zaun. Der Puls rauschte mir in den Ohren. Ich schluckte einige Male, um die Trockenheit in meiner Kehle loszuwerden. Ich, fahrig wischte ich mir die Haare aus dem Gesicht. Keine Ahnung. Ach, komm zurück, bevor dich noch jemand mit einer Schrotflinte aus seinem Garten scheucht. Ich nickte, obwohl Josh schon verschwunden war und mich niemand sehen konnte. Dank meiner Werwolf-Superkraft sprang ich mit Leichtigkeit über den Zaun. Und dank meiner Nico-Superkraft blieb ich mit einem Fuß hängen und landete mit dem Gesicht auf dem dreckigen Boden. Aua, stöhnend drehte ich mich auf den Rücken, blickte direkt in Talinas besorgtes Gesicht. Sie reichte mir ihre Hand. Zögernd ergriff ich sie und ließ mir von ihr aufhelfen, nahm ihren zarten Duft nach Frühling wahr, der mir zuvor noch nicht aufgefallen war. Feuchtes Gras und Tulpen oder Hyazinthen. Danke, murmelte ich leise und lächelte ihr kurz zu. Erklärst du uns, warum du gerade wie ein Geisteskranker hin und her gelaufen bist? Fragte Josie, während ich mir den Dreck aus den Augen rieb. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen, aber wahrscheinlich hat mir mein Hirn nur einen Streich gespielt. Lächelnd zuckte ich mit den Schultern, konnte jedoch nicht vermeiden, an den Dreien vorbeizuschauen. Ein junger Mann stand an seinem Wagen und telefonierte lautstark mit jemandem. An der mittleren Tanksäule kam gerade ein kleiner Transporter zum Stehen, während sich ein silberner Wagen wieder in den Verkehr einfädelte. Wen? Ich wich Alex' Blick aus, starrte stattdessen auf meine Schuhe. Den Doc. Ich stockte kurz. Aus dem Hotel. Ich habe ihn gerochen und dann ist jemand nach draußen gegangen. Ich dachte kurz, er wäre das, aber er ist ein Mensch. Er kann nicht so schnell verschwinden, oder? Unsicher sah ich auf. Ich hätte doch seine Fährte aufnehmen müssen, oder? Im Nachhinein fühlte sich der Gedanke bescheuert an. Warum sollte der Doc an einer Tankstelle in New Hampton herumlungern? Josh, schau dich nochmal um, ob dir was auffällt. Ich habe mich bestimmt geirrt, versuchte ich die Situation zu entschärfen, obwohl mein Körper vor Anspannung bebte. Talina schüttelte den Kopf und tippte sich an die Nase, bevor sie auf mich deutete. Talina hat recht, sagte Josie, nachdem Josh losgelaufen war. Ich glaube nicht, dass du dir das nur eingebildet hast. Denk doch mal an die beiden Vampire. Sie konnten ihren Geruch vor uns verbergen. Was ist, wenn dieser Arzt das Gleiche kann? Möglich wär's. Alec rieb sich mit verkniffener Miene den Nacken. Dieser Ausflug gefällt mir immer weniger. Mir auch. Das war's. Schon zu Ende. Lass uns jetzt mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Magst du mal so ein bisschen was dazu erzählen? Ja, gerne. Und zwar, ich glaube, das ist bei vielen Autoren so, dass sie gerade am Projekt sitzen und dann haben die irgendwie so einen Hänger oder eine Blockade und dann kommt da plötzlich so eine andere Idee und schleicht sich da so rein. Das war mit Die Stille der Wölfe genauso. Die hat sich einfach reingeschlichen, die Idee. Und zwar in dem Moment, als ich ein Musikvideo gesehen habe von einer Band. Und der Sänger ist mir irgendwie aufgefallen, weil ich zuerst nicht wusste, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil er sehr extravagant aussah. Und dann habe ich mich ein bisschen durchgeklickt und habe alte Musikvideos von ihm gesehen, wo er auch so 21 Jahre ist.
Und dann hat mich sein Aussehen so gecatcht, dass ich ganz plötzlich Nico im Kopf hatte. Ich hatte auch den Namen im Kopf. Also ich hatte sein Aussehen und seinen Namen und wusste, dass ich über ihn eine Geschichte schreiben möchte, über einen auch unsicheren jungen Mann, weil in einem Musikvideo hat man das auch gesehen, dass der Sänger in einer Szene unsicher war. Das war halt wie so ein Film aufgebaut. Und genau, da hatte ich Nico, aber keine Geschichte um ihn. Und durch Zufall habe ich parallel von meiner Lieblingsautorin Patricia Briggs einen Roman gelesen aus ihrer Reihe, Mercy Thompson-Reihe. Auch meine Lieblingsreihe, was man ganz vielleicht merkt, wenn man das Buch liest und die Reihe kennt. Und sie hat einen, ja, wie soll es anders sein, einen schüchternen, ängstlichen, unterwürfigen Werwolf in ihre Buchreihe eingeführt, den Charakter. Und ich wollte unbedingt mehr über diesen Charakter erfahren, aber sie hat nichts preisgegeben, die Autorin, bis heute nicht. Ich weiß kaum etwas über diesen unsicheren Charakter und warum er so unsicher ist. Und in dem Moment habe ich mir vorgenommen, okay, dieser Nico, den ich mir gerade überlegt habe, ich erzähle jetzt mit ihm diese Geschichte, die ich unbedingt lesen wollte, von diesem Charakter. Und so hat sich das irgendwie eins zum anderen entwickelt und plötzlich hatte ich die Geschichte im Kopf. Zuerst war es nur eine Kurzgeschichte. Diese Kurzgeschichte ging plötzlich 100 Seiten. Da habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht aufhören. Das ist kein Buch und keine Kurzgeschichte. Und dann habe ich weitergeschrieben und habe mein allererstes Buch beendet. Ja, so ist das entstanden. Na, sowas. Sowas habe ich echt noch nie gehört. Schön. Ja, es kommen ja manchmal durch ganz doofe Zufälle. Also ich bin sehr aufs Äußere geprägt, was meine Geschichten angeht. Heißt, ich sehe das Äußere eines Menschen, einer Figur, je nachdem. Es kann auch einfach irgendein Kerl sein, der über die Straße läuft. Das hatte ich auch schon mal. Und plötzlich habe ich dieses Kribbeln im Bauch, wo ich denke, oh Gott, das ist ein Charakter, über den möchte ich was schreiben. Und so entstehen irgendwie meine Ideen. Ganz kurios. Wo schreibst du? Hast du einen bestimmten Ort oder hast du ein Schreibzimmer oder gehst du in die Bibliothek oder in den Park oder ins Café? Also ich hätte gerne einen Schreibtisch, ich habe keinen. Und ich schreibe ganz unspektakulär tatsächlich, ganz gekrümmt auf dem Sofa. Also mein Mann sitzt neben mir und guckt Fernsehen und ich sitze neben ihm und schreibe an meinem Notebook. Also aufgrund der Tatsache meiner beiden Kinder, die ich zu Hause rumflattern habe, ist mir was anderes gar nicht möglich, als abends vom Sofa zu schreiben. Auf dem Sofa zu schreiben, genau. Ja, vielleicht kriege ich irgendwann mal einen hübschen Schreibtisch und ein Büro, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Aber sonst so Rituale? Hast du trotzdem Rituale? Ja, also im Endeffekt geht es abends immer los, wenn die Kinder schlafen. Dann, wie gesagt, wird es sich aufs Sofa gesetzt. Ich nehme mein Notebook, nehme meinen Kopfhörer, suche mir ein Lied aus, was ich dann in Dauerschleife höre. Wenn ich mich konzentrieren muss, darf es nur instrumental sein. Wenn ich mich nicht ganz so konzentrieren muss, kann es auch irgendein Lied sein, was mir gerade irgendwie gefällt oder wo ich gerade die Stimmung für brauche, für den Text. Dann gibt es meistens noch so ein Zero-Getränk, ganz ungesund. Irgendwie Zero-Cola neben mir, die brauche ich dann immer noch dazu. Und dann geht's los. Dann lese ich nochmal das, was ich zuletzt geschrieben habe oder vielleicht auch ein ganz anderes Kapitel, wo ich gerade das Gefühl irgendwie von diesem Kapitel brauche für das Neue. Und dann geht's los. Ja, auch ganz unspektakulär irgendwie. Ja, naja, nicht wirklich. Also wenn der Fernseher läuft und nebenbei schreiben, trotz Kopfhörer, stelle ich mir auch schwierig vor, aber Respekt. Ist es auch. Ich sage auch nicht, dass ich mich nicht ablenken lasse gelegentlich. Ja. Aber ich bemühe mich, es nicht zu tun, aber mein Blick wandert natürlich ab und an meinem Bildschirm vorbei, zum anderen Bildschirm. Je nachdem, was läuft, wenn mich das auch interessiert. Warum bist du Autorin geworden? Ja, das, ich weiß nicht, ob andere das auch kennen, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe schon alle Bücher gelesen, die mir gefallen. Also ich habe kein neues Buch gefunden, was mich gecatcht hat, was diesen gewissen Kick hatte, der mich über Tage begeistert, wo ich auch noch Wochen später jemanden von diesem Buch erzählen möchte. Und irgendwie habe ich keins mehr gefunden, die haben mir alle nicht mehr gefallen. Und dann habe ich gedacht, du, jetzt schreibe ich mein eigenes Buch.
Und ja, habe ich angefangen, klar, als ich jünger war, waren es so ein paar kleine Szenen nur. Je älter ich wurde, desto länger wurden die Texte zu richtig großen Projekten. Und bis ich dann halt wirklich mit Die Stille der Wölfe das Buch geschrieben habe, was ich unbedingt mal lesen wollte. Sozusagen, das war, ich habe es eigentlich eher für mich geschrieben, damit ich dieses Gefühl wieder habe, dieses Prickeln, diesen Catch, diese Begeisterung für einen Charakter, für ein Buch. Und das hatte ich tatsächlich damit. Und ich könnte mir immer wieder durchlesen, obwohl ich selber geschrieben habe und das schon tausendmal gelesen habe. Es ist immer noch so, dass ich gerne durchblätter durch das Buch. Und genau dafür habe ich es irgendwie geschrieben. Und durch diese Routine, die ich mittlerweile im Schreiben habe, habe ich gemerkt, dass das so mein persönlicher Ausgleich geworden ist im Alltag. Wenn der Alltag stressig war, wenn er laut war, wenn ich schlechte Laune habe, dann hilft mir dieses Schreiben unglaublich wieder zu mir zu finden und wieder Ruhe und Freude zu empfinden. Das ist wirklich so meine selbst auferlegte Therapie, die ich da jeden Abend mache. Und das möchte ich nicht missen. Und wenn ich da parallel noch Leute mit catchen und begeistern kann und ich schönes Feedback von Lesern kriege, dann macht das Ganze das einfach nur noch schöner. Ja. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Das ist unglaublich schwer, diese Frage, weil ich so extrem wählerisch geworden bin, was Bücher angeht. Weil man als Autorin hin und her gerissen ist zwischen, oh mein Gott, dieses Buch ist so gut und ich bin so schlecht, was ich schreibe ist so schlecht und sie schreibt das so toll. Oder andersrum, oh, das hätte ich vielleicht ein bisschen besser schreiben. Oder das hätte ich irgendwie besser schreiben können. Und da verliert man die Begeisterung an Büchern. Also ich persönlich zumindest. Und deswegen ist es für mich mittlerweile schwer, ein gutes Buch zu finden. Aber was für mich das A und O ist, sind die Charaktere. Also ich muss mit den Charakteren mitleiden, mitfiebern können. Sie müssen mich begeistern, mich catchen. Ich muss abends noch an den Charakter denken und was er alles durchstehen muss. Und auch, dass er wirklich was durchstehen muss. Halt nicht alles Larifari, huhuhu, ich bin Held, ich schaffe das alles. Sondern der muss wirklich durch die Hölle gehen und das auf seine wundervolle Art und Weise irgendwie schaffen, dieser Charakter. Und da ist mir die Welt völlig egal. Es muss keine ausgeklügelte, komplizierte, magische Welt sein. Mir sind die Charakter unglaublich wichtig. Und wenn die Autorin es schafft, mich damit zu catchen, dann ist es für mich ein gutes Buch. Also das A und O sind für mich die Charaktere. Und die müssen mich zum Fiebern und zum Prickeln bringen. Genau. Wo finden wir dich bei Social Media? Ich bin bei TikTok und Instagram unterwegs. TikTok heiße ich kadi.roh, also kadie.roh. Und dort bin ich so ein bisschen in Anführungsstrichen nicht live, aber man sieht mein Gesicht und ich erzähle in die Kamera mehr Hintergründe zum Buch und zum Thema Schreiben und wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Weg von der Idee in meinem Kopf bis zur Veröffentlichung, wie der war. Oder was ich für Goodies habe und warum ich die Goodies habe. Also da gibt es ganz viel so Hintergründe. Habe ich aber auch tatsächlich erst angefangen. Heißt, es gibt jetzt noch nicht so viel, aber ein bisschen was könnt ihr da auf jeden Fall erfahren. Bei Instagram bin ich auch unterwegs unter katja.rostowski-autorin. Dort dreht sich eigentlich auch sehr viel um mein Buch, um ganz viele Hintergründe. Sei es, welche Musik ich gehört habe, halt auch sowas, wie ist die Idee entstanden, was ist das Besondere an dem Buch, was ist das Besondere an den Charakteren. Also da gibt es auch sehr viel zum Buch, aber auch so generell zum Thema Schreiben. Aber da konzentriert sich das halt auch wirklich nur drauf. Und dann gibt es noch meine Website, die ist sehr unspektakulär, heißt auch sehr unspektakulär, und zwar katja-rostowski-autorin.jimdosite.com. Das ist im Endeffekt eine Zusammenfassung von Instagram. Also da könnt ihr eine Leseprobe finden, da könnt ihr einen Buchtrailer finden und da könnt ihr eine Übersicht meiner Goodies finden und wie ihr die bekommt. Genau, da bin ich so zu finden und da bin ich unterwegs. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen? Ja, also mein Buch findet man eigentlich überall, wo es Bücher gibt. Also als Taschenbuch oder als E-Book, sei es online, sei es im Buchhandel. Auch wenn ich im Buchhandel nicht in den Regalen stehen werde, dafür bin ich einfach noch
zu klein als Autorin oder natürlich auch auf meiner Website, beziehungsweise ihr könnt die Bücher auch direkt bei mir kaufen, wenn ihr das möchtet. Vorteil ist, ihr kriegt das signiert mit Goodies. Nachteil ist, es kostet ein bisschen Versand nochmal oben drauf, aber theoretisch ist das Buch überall zu kaufen, wo ihr sonst auch eure Bücher kauft. So. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Dass sie mein Buch kaufen. Nein, also ja, doch, schon. Es wäre schon ganz nett. Was wünsche ich mir von den Lesern? Also in erster Linie, dass ihr euch mal traut, auch in dieses Genre reinzugehen, weil ich glaube, das ist auch für Leute, die gar nicht in diesem Genre unterwegs sind, ein sehr spannender und rasanter Roman, weil sich das nicht so auf diese Fantasy-Welt konzentriert. Und ihr euch so ein bisschen loslösen könnt von diesem typischen grimmig, sexy, mutig, Held, dieses Klischee und euch so ein bisschen von Nico das Herz stehlen lässt, weil ich glaube, das kriegt er ganz gut hin. Und ansonsten, wenn ihr das Buch gelesen habt oder lesen wollt, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren oder mir Nachrichten schreiben, egal wo, ob TikTok oder Instagram oder auf meiner Homepage. Gebt Feedback, schenkt mir Rezensionen. Das ist für Neuautoren so wichtig. Das glaubt man als Leser gar nicht und man vergisst es leider auch als Leser, ich selbst auch. Aber schreibt mich an. Ich freue mich über jeden Kontakt, über jede Nachricht. Wir können diskutieren, wir können alles machen. Sowas macht mich sehr glücklich. Jo. Das ist wunderbar. Also meldet euch bei Katja, wenn ihr das Buch gelesen habt. Genau. Da würde ich mich total drüber freuen. Wir sind leider am Ende. Schade. Es war sehr schön und du musst mit deinem nächsten Buch unbedingt wiederkommen. Du bist herzlich eingeladen. Da freue ich mich, das mache ich auch auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Das hat wirklich sehr Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ich wieder hier sein darf. Sehr gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.